Ja, dann will ich mal probieren, ob das geht. Also, Sie hatten ja noch Fragen, vielleicht gilt das für alle, zu den Versicherungen und deren Unterscheidung. Sie können dazu auch gerne ins Padlet gucken, da müsste eventuell auch was stehen. Bei Spedition, so ein Frachtvertrag. Schauen Sie einfach mal rein. Also, jetzt erkläre ich Ihnen nochmal die drei maßgeblichen Versicherungen, die wir so unterscheiden. Also die klassischen sind die Haftungsversicherung, die ist Pflicht, wenn Sie nach ADSP arbeiten wollen, gilt grundsätzlich für alle Frachtverträge, Speditionsverträge und auch Lagerverträge. Schließt der Spediteur ab, und der zahlt auch die Prämie. Deckt die gesetzliche und vertragliche Haftung des Spediteurs, Frachtführers oder Lagerhalters. Dann haben wir die sogenannte Güterversicherung. Die deckt der Spediteur für seinen Auftraggeber, also den Versender, ab. Also deckt er ein, das heißt, er organisiert das, die Prämie zahlt der Versender und sie deckt alle Schäden oder alle Ansprüche, über der gesetzlichen Haftung. Und natürlich auch über der vertraglichen Haftung nach ADSP. So, ähnlich wie die Güterversicherung ist die sogenannte Transport- oder Gütertransportversicherung. Die ist letztendlich genauso wie die Güterversicherung. Aber der Versender organisiert sich dieselbe. Und damit wird er zum sogenannten Verzichtskunden. Das heißt, er selber, der Absender, also der Versender, kann jetzt nicht mehr über den Spediteur eine Güterversicherung abschließen, weil dann wäre er doppelt versichert. Und diese Doppeltversicherung ist gesetzlich nicht erlaubt. Jetzt haben wir noch einen Spezialfall, einen Fall für den nationalen Güterkraftverkehr nach GKG. Das ist die Güterschadenhaftpflichtversicherung. Güterschadenhaft. Versicherung. Paragraph 7a GKG. Der Frachtführer im nationalen Frachtrecht ist verpflichtet, diese Versicherung abzuschließen für jeden LKW. Deckt wieder die gesetzliche Haftung ab.
nach HGB. Für Güterschäden, Vermögensschäden und so weiter. Und dafür haben sie so eine grüne Versicherungskarte als Nachweis im LKW. International benötigen sie diese Güterschadenhaftpflichtversicherung nicht. Wenn man die hat, ist das aber nicht schlimm. Falls dann international etwas passiert, gilt ja grundsätzlich die Haftungsversicherung, falls Sie nach ADSP arbeiten. So, ich denke, das sollte es gewesen sein.